Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Klavierlernen mit Melanie. Heute werden wir uns einer der schönsten Akkordfolgen aller Zeiten widmen. Diese Akkordfolge ist so bekannt, dass sie sogar ein Dauerbrenner auf Hochzeiten ist und gerne zu besonderen Anlässen auf der ganzen Welt gespielt wird. Ja, und vielleicht hast du es jetzt schon erraten, es geht um die berühmte und allseits beliebte Akkordfolge aus Pachelbels Kanon in D. In diesem Tutorial werde ich dir zeigen, welche Akkorde genau darin vorkommen und wir schauen uns an, was wir damit alles Schönes auf dem Klavier machen können. Du wirst ganz erstaunt sein, wie leicht du diese zauberhafte Musik selbst am Klavier spielen kannst. Ja, und wenn du jetzt noch neu hier bist auf dem Kanal, dann lass mir doch gerne auch ein Abo da. Und wenn du mir eine kleine Freude machen willst, dann gib dem Video am besten gleich schon mal einen Daumen nach oben. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Akkorde. Also, wir haben D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Dur, D-Dur, G-Dur, A-Dur. Du siehst, das ist eine ganz schön lange Akkordfolge, oder? Aber keine Angst, am Ende des Tutorials wirst du sehen, dass es alles gar nicht so wild ist. Ich würde sagen, um uns jetzt erstmal mit den Akkordtönen vertraut zu machen, spielen wir die Akkorde zunächst mal mit der rechten Hand einfach in der Grundstellung. Also, los geht's. Wir starten mit D-Dur, gehen dann zu A-Dur. Jetzt kommen zwei Moll-Dreiklänge, ja? Nämlich einmal H-Moll und einmal Fis-Moll. So, und diese vier ersten Akkorde, die wiederholen wir jetzt gleich mal. Also, D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll. Ja, wenn du magst, kannst du jetzt auch die Grundtöne mit der linken Hand mal dazugreifen. Wenn du dir diese vier ersten Akkorde eingeprägt hast, dann kommen jetzt die nächsten vier. Und zwar geht es jetzt weiter. Einmal mit G-Dur, dann D-Dur, dann wieder zurück zu G-Dur und A-Dur. Also gar nicht so schlimm eigentlich, ja? G-Dur, D-Dur, G-Dur, A-Dur. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ja, mach das am besten auch jetzt gleich ein paar Mal hintereinander. Du kannst die linke Hand auch mitgreifen, wenn du magst. Ja, und mach das so lange, bis das so richtig schön sicher ist. Ja, und dann machen wir jetzt alle acht Akkorde zusammen. Also, los ging's einmal mit D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll. Jetzt G-Dur, D-Dur, G-Dur und A-Dur. Wunderbar. Und das war's auch schon. Also, du kannst es auch erstmal nur mit rechts üben. Ja, D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Dur, D-Dur, G-Dur und A-Dur. Das ist jetzt unsere Basis, von der aus wir weiterarbeiten werden. Denn wir müssen noch ein paar kleine Änderungen vornehmen, dass es auch wirklich so klingt, wie man es kennt. Und dazu machen wir jetzt folgende Übung. Und zwar in der linken Hand spielen wir immer ein 1-5-8-Arpeggio als Begleitmuster. Wir machen das gleich mal zusammen. Wir fangen jetzt immer vom Grundton des Akkords aus an und bilden dann unser 1-5-8-Arpeggio. Also, wir starten bei D-Dur. Jetzt machen wir das Ganze von A aus, ja, für A-Dur. Jetzt H-Moll, hier schön ans Fis denken. Und wenn wir schon bei Fis sind, dann machen wir das Gleiche für den Fis-Moll-Dreiklang. So, jetzt geht's zu G-Dur. Jetzt haben wir also ein schönes Fundament für die linke Hand und jetzt kommt gleich die rechte Hand dazu.
Und hier kommt jetzt die schöne Melodie. Und zwar, wir fangen an auf dem Fis hier oben und gehen dann Schritt für Schritt die Tonleitertöne von D-Dur runter. Ja, und wenn wir jetzt hier auf dem A angekommen sind, dann wieder zwei hoch. Wir machen das Ganze jetzt mal mit beiden Händen zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Also ich würde sagen, das erkennt man schon richtig gut wieder und es ist wirklich unglaublich, wie schön das einfach schon klingt. Es ist zeitlos und man kann sich wirklich nie satt daran hören. Schreib mir unbedingt mal unten in die Kommentare, ob dir diese Melodie auch so gut gefällt. Ja, aber jetzt kommen wir zur Masteraufgabe. Wir wollen jetzt unsere Akkordumkehrungen in der rechten Hand so wählen, dass die Melodie immer oben liegt. Wir starten jetzt mit dem ersten Akkord, mit dem D-Dur-Dreiklang, ja? Und den spielen wir jetzt nicht in der Grundstellung, sondern wir gucken, okay, der erste Melodieton, das ist hier das Fis, ja? Und damit das Fis schön oben liegt, spielen wir jetzt den D-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung, ja? Danach geht's zur A-Dur und da sehen wir schon, der nächste Melodieton wäre ja das E, das heißt hier können wir schön in der Grundstellung bleiben. Jetzt haben wir als nächstes H-Moll und der nächste Melodieton ist das D. Ja, und da gucken wir mal. Also wir haben das D, das H brauchen wir natürlich auf alle Fälle. Und jetzt fehlt noch das Fis. Also auch zweite Umkehrung. Ja, als nächstes geht es von der Melodie her wieder einen Ton runter, also aufs Cis und wir haben den Fis-Moll-Dreiklang. Also Grundstellung. So, jetzt haben wir das H als nächstes und den G-Dur-Dreiklang. Und hier bietet sich natürlich super die zweite Umkehrung an. Als nächstes geht es zum A von der Melodie her und wir haben einen D-Dur-Dreiklang, also Grundstellung. Jetzt wieder zurück zur zweiten Umkehrung von G. Und jetzt geht es ja hier von der Melodie aufs Cis. Und als Akkord haben wir einen A-Dur-Dreiklang und da können wir schön die zweite Umkehrung wählen. Ja, und so durch liegt unsere Melodie jetzt immer schön oben und setzt sich dadurch auch gut durch. Ja, sie kommt dann einfach ein bisschen besser raus. Das ist auch eine Technik, die du übrigens bei mir im Akkorde- und Pop-Improvisation 1-Kurs lernst, wie du einfach eine Melodie und einen Akkord zusammen in einer Hand unterbringen kannst. Und das üben wir jetzt immer in der Schleife, die Akkorde mit diesen Umkehrungen zu greifen. Also, los geht's. Erstmal nur die rechte Hand, ja? Gleich nochmal. Grundstellung A-Dur, jetzt zweite Umkehrung H-Moll, Fis-Moll Grundstellung, zweite Umkehrung G, Grundstellung D, zweite Umkehrung G und zweite Umkehrung A. Jetzt fügen wir gleich die Arpeggios in der linken Hand dazu. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Darauf, dass du wirklich den kleinen Finger hier so ein bisschen betonst, damit die Melodie auch schön rauskommt. Jetzt brechen wir die Akkorde in der rechten Hand auf. Und zwar spielen wir folgendes Muster.
Wir legen also erstmal den Griff zurecht, ja, dass schon mal alle Finger richtig auf den richtigen Tasten platziert sind. Und jetzt spielen wir oben, unten, Mitte, oben. Ja, das gleiche machen wir auch bei dem nächsten Akkord. Das heißt, egal welche Umkehrung wir jetzt greifen, wir behalten immer dieses Muster bei oben, unten, Mitte, oben. Oben, unten, Mitte, oben. Ja? D-Dur. G-Dur. Und A-Dur. Also, jetzt ist die Chance einzusteigen, ja? Machen wir das gleich nochmal. H-Moll, Fis-Moll. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. G-Dur, D-Dur, G-Dur und A-Dur. Wunderbar, perfekt. Und das Ganze jetzt mit rechts und links zusammen. 3, 4. So weiter und so fort. Übt das schön, das klingt wirklich schon richtig, richtig toll. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Trick, um ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen. Und zwar füllst du jetzt die Lücke zwischen dem Mittelfinger und dem kleinen Finger auf. Ja? Also wir schauen mal, wenn wir jetzt hier anfangen mit dem D-Dur-Dreiklang. Ja? Also Mittelfinger, Ringfinger und wir füllen die Mitte auf, indem wir jetzt einfach noch auf dem Rückweg den Ringfinger spielen. Ja? Das Ganze klingt dann so. Also 1, 2, 3, 4. Ja? Und das machen wir jetzt über die gesamte Akkordfolge hinweg. Wir starten jetzt bei D-Dur. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt A-Dur. Moll, Fis-Moll, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und gleich mit der linken Hand zusammen, 3, 4. A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Dur eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Super. So, jetzt üben wir noch ein bisschen die D-Dur-Tonleiter, oder? Ja, ich hoffe, du bist jetzt nicht am Seufzen. Ich weiß, Tonleitern üben wird meistens als sehr unangenehm empfunden, aber du wirst gleich staunen, dass es gar nicht so übel klingt. Also, die D-Dur-Tonleiter sollte dir zumindest ein bisschen bekannt sein. Wir haben zwei Kreuze, nämlich Fis und Cis, also zwei schwarze Tasten, an die wir denken müssen. Und dann spielen wir die Tonleiter jetzt einfach erstmal rauf und runter. Also, oben angekommen, wieder zurück. Und jetzt kommt nämlich der schöne Part. Wir spielen in der linken Hand unsere schönen Arpeggios und darüber
üben wir schön in aller Seelenruhe unsere D-Dur-Tonleiter. Also, los geht's. 3, 4. Du kannst auch mal im letzten Takt versuchen, die D-Dur-Tonleiter vom Ton A aus einmal rauf zu spielen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, wir starten mal ab dem G. Ja? So, jetzt Achtung. Von vorne. Und jetzt, da dir die D-Dur-Tonleiter schon so schön geläufig ist und du auch mit den Tönen vertraut bist, können wir auch mal anfangen, einfach ein paar Tonleiterausschnitte in unsere Akkordimprovisation mit einzubauen. Also zum Beispiel spielst du jetzt immer abwechselnd in einem Takt das Dreiklangsarpeggio und im nächsten Takt eine kleine Impro mit den Tonleitertönen. Nimm hier am besten Töne, die schön nah zusammenliegen und bau erstmal keine größeren Sprünge mit ein. Ich mache dir einfach mal ein Beispiel vor. Also, wir starten mit dem Arpeggio. Jetzt ein paar Tonleitertöne. Arpeggio. Kannst du da wirklich mal nach diesem Prinzip versuchen fortzufahren, und wenn man das Ganze ein bisschen schneller spielt und das Ganze schön flüssig klappt, dann klingt das auch echt schön und macht richtig viel Spaß. Probier das ruhig mal ein bisschen aus und dann sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials angelangt. Wenn du noch mehr schöne Übungen wie diese hier machen willst und es dich begeistert, was du mit ein paar einfachen Akkorden und Tönen auf dem Klavier zaubern kannst, dann habe ich eine super tolle Empfehlung für dich. Und zwar trag dich auch gerne in meinen kostenlosen Minikurs zum Improvisieren lernen ein. Da bekommst du eine richtig tolle Anleitung, was du mit Akkorden alles machen kannst und wie du damit eine wunderschöne Improvisation am Klavier spielen kannst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, mach's gut, ciao!